Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Wir sind hier im gruseligen Stahlwerk. Wir wollen hier unseren perfekten Drehort immer noch finden und wissen gar nicht, ob das so gut ist. Aber beziehungsweise ich weiß nicht, ob das so gut ist. Den Kids hier macht das herzlich wenig aus. Gotta love a scenic route. Ja, allerdings. Any major plans for after we graduate? Hier waren wir doch schon mit Sam, ganz zum Anfang im Prolog. What makes you think I have? I can just tell. The film, the directing, it's in your blood. And your blood? You want to be a... Okay. Wollt ja nur mal schauen, ob hier noch was ist. Okay, so, yeah. And your blood? You want to be a cop? Ach so, like your dad? Sie redet dann weiter. I like movies too. That's kind of why I wanted Christen. To help out. Ah ja. Movies especially. Oh. I thought you just liked hanging out around haunted mills. You don't really think it's haunted. Don't I? Ich weiß nicht. Knock it off. Ich will gucken. Ich bin ganz mutiges Teenie Girl. Was war das? Ach, seine Taschenlampe. Die wir verloren haben. Busted. Weil wir den... Na, sag schon, das Rohr da angefasst haben, das heiße Rohr. Aber anscheinend ist der ursprüngliche Weg hier versperrt. Ne? Hier kommt man wahrscheinlich nicht weiter. Cool, das hat alles echt eine Auswirkung hier. Finde ich schön, wie gesagt. Weiter im Text. So, wir müssen jetzt auch mal langsam ankommen hier. Aber, wie heißt er? Ray Robert? Ich muss mal kurz gucken. Wir haben auch ein paar Relikte gefunden, genau hier, den da und den da, ne? Genau. Und auch noch ein paar Artefakte sehe ich gerade. Den Anwaltsbrief und die Baupläne. Hier haben wir auch noch den alten Zeitungsartikel und das geschriebene Buch. Okay. Murder Hill haben wir noch gefunden, diesen Orakel des Universums-Kram. Ich nehme mal an, die anderen Sachen kann man finden, wenn man die anderen Wege einschlägt, ja? Gut. Chris Falsche mit der Ladenbesitzerin, genau, das haben wir vor ein paar Folgen gemacht. Gut, weiter im Text. Da oben, ja? Ach du Schreck. Stimmt, wir sind eine Leiter hochgeklettert damals, ich erinnere mich. Oh, thank goodness. Yes! Robert, you're a genius. Good call. On the storm drain. Come on, people! No more standing around flapping our yapsacks. One more okay. Scene and we're done. So sei es denn. Ach ja, wir sind bereits da, ja. Wie schön. Da fragt sich auch keiner, was das hier ist. So überwucherter Boiler oder was das hier ist. Ah, wir sind schon in den Dreharbeiten. Sehr schön. And cut. How is that for you? I think we got it. You know what that means, right? And that's a picture wrap on Murderville. Way to go, everybody! Oh, oh, und wir werden beobachtet, sag ich. Und wir spielen mit Linda. Aber die sollte ja überleben. Also die kann schon mal nicht sterben. Etwas vorherlich mit dem Geknutsche, wir brauchen noch eine Szene. Ja, sie hatte ja was gegen die beiden. Ich spiele das mal so weiter. You don't think you're being a little premature with the face sucking? I just wrapped my first movie. I can celebrate however I want. But we're not technically wrapped. Huh? We still have one more scene to shoot. Wait, what's the last scene? Du bist genervt, weil Chris eine Szene vergessen right. hat. Uh-huh. Yeah. Linda pitched shooting a scene that would flesh out our backstories. Adding a little flesh, huh? Yeah, I think we could work with that. But you're playing brother and sister. Come on. With our chemistry? Nobody's gonna buy that. Where are you thinking we'd shoot the new scene?
I do have a place in mind, actually. Ja, natürlich da, wo der Typ ermordet wurde, wo Frank Stone ermordet wurde, hundertprozentig. Oder getötet wurde, wurde ja nicht ermordet. That's the furnace chamber, ja, right? Genau, so sieht's aus. What do you guys think? I say we do it. Sounds good. Ich lass mich raten, es ist diese Augustine Lieber, die uns hier beobachtet. Huh? Yo. You coming? Yeah. Oh nein, einer. Right there. Okay. Ich dachte schon, er geht nachforschen und ist der Erste, der Did stirbt oder something? So. No. It was nothing. You sure? You seem kind of spooked. What's up? Nothing. Nothing, right. Except Jaime saw a ghost back there. Okay, I'm not five. I don't believe in ghosts. You will. Ah, get off me! Get off me! Gotcha. Not cool, Bonnie. Ja, ich wusste, dass die uns folgt. What are you doing here? I'm part of the crew. We don't need any help. Then I'll just hang out and stay out of your way. This is a closed set. Apparently not. Jaime. Bonnie. I really think you should be helping Dad at home right now. You've got a lot on your plate, you know? And that's all I'm good for? No. I mean, Linda? Entschuldigung. Kumpelhaft oder entspannt? Bonnie macht, was sie sich in den Kopf setzt. Ja, kumpelhaft. Komm. I get the feeling Bonnie's gonna do what Bonnie's gonna do no matter what we say, and that's that. Well, okay, are we just gonna stand around or are we gonna make a movie? Time is money, right? Just make sure you don't get in the way. We've still got a lot to do, and I don't work well with distractions on my set. I think you mean our set. Okay. Aber hat, finde ich, die Tür zum Ofenraum das Ziel? Aber hat Bonnie denn überhaupt schon, Maddie bekommen? Als Kind, meine ich? Aber egal. Na gut, hier fehlt wieder was. Wetten? Ah, warum kommt das so oft, ne? Gibt dann immer so den Eindruck, als hätte man wirklich was Wichtiges vergessen. Obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt der Fall ist. Hier ist wieder dieser komische Leitspruch. Die heißeste Flamme formt den Held des härtesten Stahl. Das hatten wir auch schon im Prolog gesehen. Kommen wir hier rein? Ja. Ach, natürlich. Das ging mir etwas zu schnell. Da hing Sam dran. You okay? No, yeah. It's just... This is right where my dad came face to face with Frank Stone. I always had a mental picture of it, but... Now that I'm actually seeing it with my own eyes... I don't know, it's different. Okay. Finde einen Drehort. Ich fand das draußen eigentlich schon gruselig genug für einen Horrorfilm, aber... der typische Fall von die jungen Leute wollen zu viel, würde ich mal sagen. Komme ich da rüber? Schade, ich dachte, ich könnte da rüber balancieren. Gut, ihr geht also runter. Mhm. Ah, dann will ich euch mal folgen, aber trotzdem will ich immer noch mal nach links und rechts schauen. Was ist denn das? Hm. Rede mit Chris. Scheinen wir noch nicht gebrauchen zu können. Aber lasst mich hier erstmal schauen. Na, komm runter. Da geht's nicht lang. Schade. Ob der Generator hier mal wichtig ist, ist jetzt die Frage. Ja, hier waren wir wirklich im Prolog, stimmt. Okay. Aber ich habe das nötige Item noch nicht.
Wie gesagt, ich bin bestimmt schon an ganz vielen Collectibles hier vorbeigerannt. Aber das Spiel ist ja wirklich gut für mehrere Durchgänge. Das muss man ja wirklich sagen. Und ich will jetzt auch nicht alles hier mit Suchen verplempern. Aber ich will nochmal hier in die letzten Ecken schauen, auf jeden Fall. Aber hier ist nichts. Hier komme ich durch. Ah, hier ist was. Was ist denn das? Ah! Eine Kurbel. Aber die kann ich nicht mitnehmen, oder? Doch, die kann ich mitnehmen. Wartet mal. Dann will ich die doch gleich mal benutzen an diesem komischen Apparillo, den ich da gefunden habe. Das interessiert mich ja jetzt. Ich will das auch jetzt... Ist mir egal, ob ich jetzt erstmal mit Chris reden soll. Ich versuche das einfach mal. Okay. Ah, vielleicht eine Fluchtroute für später. Nee, da liegt was. Okay, da liegt was. Das war wohl der Grund. Wir können hier ein kleines Collectible holen. Auch sehr schön. Damit haben wir gefunden. Verfaulte Ratte. 5 Namen habe ich genommen, doch ich scheine dem Pfad nicht näher gekommen zu sein. Okay. Nehme ich mit. Joink. Dankeschön. Jetzt auf zu Chris. Mal kurz hinten da aufs Regal schauen, nicht, dass da noch irgendwas ist. Nee. Du marodierende Jugendliche, die hier waren, überall ihr Bier hinterlassen haben. Unglaublich. Hier kämen wir wieder raus. Hm. Vielleicht war das ganz gut, dass ich das geöffnet habe. Oder dass ich diesen Zugang da gemacht habe. Ich weiß es noch nicht. Wir reden mal mit Chris. Muss ja weitergehen hier in der Story. Here's what we're gonna do. Hi, May, Chris. You start here. Robert and I will follow. Bonnie... Just stay behind and try not to make too much sound while we're rolling. You got it, boss. All right. Everybody ready for a take? Lights ready? Yeah. Sound speeds. Hi, May. Chris, all set? And action. Is there something else you want to say to me? Because now's your last chance. Yeah, as a matter of fact, there is. Don't do this. I have to. No, you don't. You know that's not true. Well, maybe I'd feel better if it were anyone else. Who else is there? But it's not fair. No one said it was. Already lost Mom and Dad. I don't want to lose you too. Now who's being unfair? At least I'm not being selfish. Selfish? I'm doing this for you. I'm doing this for our parents. If I can pull this off, it might not be too late to save Mom and Dad. That's impossible. Nothing is impossible. Something about this just doesn't seem right. Do you trust me? I... Do you trust me? Yes, of course! Then you know what I have to do. Oh. And cut. Die Geräusche haben mir gerade nicht gefallen. Totally. It felt like just what this thing needed. How was the lighting? It was great. Thanks. Yeah. So, können wir nach Hause? Weird groan right at the end there? Yeah. No, but don't sweat it. We're gonna replace the sound at Jaime's anyway. How'd I do? Jamie, das war perfekt. Ja, das war ja auch ganz gut. Will nicht immer nur die beleidigte Jaime, Leberwurst sein. Do you really think so? It was everything Jaime, nicht Jamie. Entschuldigung. Oh nein, oh nein, oh nein. Was passiert jetzt? You okay? Yeah. Something about this just doesn't seem right. Okay. That's not what I sounded like. I don't know. It was pretty spot on. Gotta agree. Gotta agree. I don't go around doing impressions of you dopes. You do impressions of me all the time. And me. I feel honored to have just joined the list. Hot damn, kids. That was fun. You really thought I was okay? Yeah, können wir nach Hause. Yeah, better than half the films I see in New York. I mean, one of them was just a 5-hour shot of a guy sleeping. Wow. Seriously. I'm impressed. Ja, jetzt können wir auch gehen, ja? But, I gotta be honest. What?
You really didn't think I'd notice what you were doing? What was I doing? Just playing out your own bullshit interpretation of real life. I don't understand. Sacrificing your own life for the good of your sibling and your parents? Definitely sounds familiar. Almost like it could even be based on someone we know, but gee, I wonder who. That's not fair, Bonnie. No one said it was. We're trying to make something fun. I'm not trying to make everyone else miserable. At least I'm not being selfish. Selfish? Don't throw the lines back at me. Das ist aber nicht der richtige Ort für einen Streit jetzt hier. Können wir das nicht auf zu Hause verschieben vielleicht? Nach Hause, hier ist es gruselig. I liked it better when you were gone. Na, sag mal. Willst du mit rauskommen, Bonnie? Ja, ich nehme mal einen mit. Ich habe Angst, dass da draußen was auf Linda lauert oder hey, sowas. Bonnie, you wanna come outside with me for a minute? I could use your help with something. Wenn das jetzt gut war. Yeah. Sure. Keine Ahnung. Whatever. Oh Mann, da kommt gleich was, hundertprozentig. So, I just wanted to tell you how much I loved making this movie with you. Me too. I mean, with you, not with me also. You know what I mean. I think we should do something special to mark the occasion. Das muss hier sein, lass mich raten. I'm not ready to break out the champagne just yet. But we finished the movie. It's in the can. We finished the shoot, yeah, but we're still gonna have to sell people on this thing. Okay, sure. We should keep exploring this place while we still can. Wahnsinnige tolle Idee. If we can just get like one more shot of something directly connected to Frank Stone. Like anything he might have left behind, we'll get all the attention in the world. We should look for that place from the newspaper article, the machine shop. Hey, Chris. Willst du die Bierflasche da unten oder was? Okay. Holy. What can you see? Aha. Something. Ah, man kann also doch Geisterbewegungen mit der Kamera sehen. Ziele mit dem. Okay. Ain't that something? Okay. Ah, rats. What's that? Camera needs cranking. Hold on. Okay, Kameratutorial. So. Okay. So kann man also nachladen, wenn man so will. Okay. Und was soll das jetzt? Das macht euch auch gar nichts aus, ne? Think that door will take us to the machine shop? Only one way to find out. Let's go take a look. Okay, von mir aus. Jetzt ist es eh zu spät. Was habe ich denn da jetzt? Da habe ich bestimmt Frank Stone mit entfesselt oder so. 100 Pro. Oh Mann, das ist ja wirklich spannend. Aber wir sind immer noch nicht zu Hause. Die wollen sich hier wirklich allen Ernstes noch umsehen. My dad would kill me if he knew I was in here right now. Just rip my limbs off one by one. I thought the sheriff was all bark and no bite. Suche den Eingang zur Maschinenhalle. Okay. Danny's all na gut. Wie gesagt, erstmal hier umsehen, wie immer. I guess so. I mean, he always has been, long as I can remember. I didn't even know it was weird until I got old enough to realize all the long walks he liked to take in the middle of the night were in the abandoned steel mill where he killed a guy. Will ich da schon durch das Loch durch? Bin mir nicht so sicher. Ich will, glaube ich, erstmal hier schauen. Hier ist abgeschlossen, ja? Gegenstand verwenden?
Ach, den Schlüssel! Ja, den haben wir ja noch. Cool. What do you mean? Aber ich will erstmal hier hinten noch ein bisschen gucken. It's more like an obsession. And it's gotten pretty weird. Okay, elaborate on that, please. Maybe it's just the way he was dealing with all the stress or guilt or whatever, but he sort of started researching all kinds of non-traditional philosophies. Nee. Da will ich noch nicht rein. Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen Entscheidungsfreiheit gefragt. Doch durch das Loch. Look, I shouldn't have said anything. Well, you did. I don't want to give you guys the wrong idea. My dad's a straight shooter. That's it. Sure. Whatever you say, man. Ich gehe doch mal durch. Ach, noch ein Collectible, sehr schön. Das ist der böse Clown. Ah ja. Why is it always clowns? Toll aus. Kommt aber gar keine Erklärung dazu. Egal. Von mir aus. Dead end. Ja, falscher Ort. Dann will ich noch mal kurz in die andere Tür rennen, die ich eben aufgeschlossen habe. Casting Foundry, das sollte nicht das sein, was wir suchen, oder? Den kann ich nehmen und verschieben. Aber wohin ist hier die Frage? Hier hoch wahrscheinlich. Ja, das will ich nochmal versuchen. Wartet mal, ich will hier erstmal gucken. Ich will hier erstmal gucken. Okay, also ein kleineres Rätsel. Ich kann aber nicht loslassen. Ach, damit ich dahinter komme, oder wie? Wartet mal, ich will den hier nochmal nach hinten schieben. Die kann ich dann auch gar nicht mehr nehmen, sobald ich sie einmal bewegt habe. Okay, wahrscheinlich muss ich mir hier irgendwie den Weg ebnen, um da jetzt rüberzukommen. Mal kurz auf die Uhr schauen. Na, ein paar Minütchen habe ich tatsächlich noch. Ich will das mal so machen, wie ich mir das gedacht habe. Und zwar hier hoch. So. Genau. Und so. Oh, jetzt komme ich ja auch nicht auf die andere Seite, oder? War da was? Hab doch irgendwas gesehen eben, oder? Ach, durchzwängen wieder. Ja, ja, okay. Sorgt alles dafür, dass ich hier wunderbar die Orientierung verliere. Und wieder balancieren. Nicht runterfallen. So, was kann ich denn jetzt machen? Loslassen? Was? Ach so, okay, man kann die Leiter runterlassen. Für die anderen wahrscheinlich. Gut. Ah, alles klar. Ich habe es tatsächlich richtig gemacht. Kaum zu glauben. Hopp. Und noch ein. So kommen die anderen hinterher wahrscheinlich, nehme ich an. Hier ist noch was. Moment, Moment. Ein Collectible, sehr gut. Was ist denn das? Die üble Bohrmaschine? Keine Ahnung. Hatte ich das schon? Ich weiß es nicht. So, die haben wir auch noch unten gelassen. Okay. Machine Shop. Okay, hier scheinen wir richtig zu sein. Wait a second. Guys, this is it. Ja, toll. Aus dem Zeitungsbericht, this genau. Is the machine shop. Holy crap. It is. Man, Chris, you really know how to find the coolest stuff. Totally. Nice work, Chris.
Let's look around and see what we can find. Yes. Yeah. Sehr gerne. Think we're gonna find anything the police miss? They're pretty thorough, right? They do miss stuff. Look at that. The train? Yeah. Yeah, in the article, it's a skeleton crew now. We're all pulling triple duty. I'm the only one left who even knows how to work some of the machines. The rolling miller, the shears, the freight transfer system, said Frank Stone. Das sagt. If Frank was the only one left who knew how to use the freight transfer system, and that one's still suspended, I bet it never got searched. Not thoroughly. Ah, good point. I doubt there's any bodies in there. There's no harm in looking, though, right? If it's even possible to get up there. Let's find a way. Ja, und los. So, und wir übernehmen wieder die Rolle des guten Jaime. Gotta be a way to get up there. Vielleicht finden wir ja etwas Schönes. Aber ich sehe hier zumindest nichts. Hier ist nichts gelagert auf jeden Fall. Zurückkommen wir natürlich auch nicht mehr. Soll ich den drücken? This should open the door, right? Interessant, aber jetzt müssen wir erstmal sehen, wie wir hier durchkommen. Wahrscheinlich müssen wir den Strom wiederherstellen oder so. Da hinten lang, ja. Aber wie komme ich da hin? Durch den Waggon da wahrscheinlich. Gut, aber ich würde mal sagen, das nehmen wir uns in der nächsten Folge vor. Ich will jetzt auch gar nicht wissen, was wir jetzt hier mit der Kamera angerichtet haben, nachdem wir dieses komische Glühen da gefilmt haben. Aber naja, die jungen Leute haben immerhin ihren Willen bekommen hier, ne? Und einen super Film gedreht. Und wir machen mal in der nächsten Pause weiter hier im unheimlichen Stahlwerk. Ja. Puh, ich bin richtig ein bisschen angespannt. Man erwartet ja wirklich hinter jeder Ecke was lauern jetzt hier. Aber bis jetzt ist noch alles gut gegangen. Ich glaube, das wird nicht lange so bleiben, fürchte ich. Also, ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht hier wieder mal bei The Casting of Frank Stone. Und spannend geht's beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit von der Partie. Also, ganz liebe Grüße von eurem Flo. Seid dabei und tschüss.